Aus der für heute geplanten Schiffsfahrt von Yangon nach Twente wird leider nichts. Aufgrund der neuen Brücke fährt nämlich einfach kein Schiff mehr dorthin, weil es einfacher mit dem Auto ist. Aber wie wir feststellen müssen, haben auch Autos so ihre Tücken. Diese Autopanne wird uns leider so viel Zeit kosten, dass uns nachmittags die Zeit fehlt, um mit dem Circular Train durch Yangon zu fahren. Der Reifenplatzer bringt unseren Wagen genau vor einer Ausfahrt zum Stehen. Aber niemand der Bewohner hier regt sich auf, im Gegenteil. Alle helfen unseren jungen Fahrer bei der Behebung des Problems. Und so können wir bald weiterfahren. Wir erreichen schließlich die kleine Stadt Twente mit ihren 50.000 Einwohnern, am Twente-Kanal gelegen und eine ehemalige Mondsiedlung. Unsere erste Station hier ist die Shwesantor-Relikt-Pagode. Die etwa einen Kilometer südlich des Kanals auf einer Anhöhe gelegene Shwesantor-Pagode ist mit 75 Metern die dritthöchste Pagode des Landes. Vermutlich entstand die Pagode der goldenen Haar-Reliquie bereits im ersten Jahrtausend, als sich hier eine wichtige Siedlung der Mond befand. Der Ort wird heutzutage von den Gläubigen als Wunscherfüllungsstelle aufgesucht. Lackiert. Mhm. Zum Vergolden braucht man zum Lackieren. Und nach dem Lackieren, ja, wenn dieses Jahr die Feuchtigkeit ja, genug ist, ja, mhm, hat man mit dem Blattkohl vergoldet. Mhm. Nach dem langen Spaziergang durch die Pagode wird es Zeit, ein paar Bedürfnisse abzudecken.